Ahoi und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr mit dabei seid. In diesem Video heute geht es um alle 5 Skandas, die man sammeln kann. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß beim Video und hey, denkt auch dann den Kanal kostenfrei zu abonnieren. Aktuell haben leider nur knapp 16% der Zuschauer den Kanal abonniert und ich glaube, da geht noch einiges mehr. Starten tun wir im Wald der Wölfe am Schrein Vorderer Hügel. Hier finden wir das erste Skanda und zwar laufen wir hier einmal den Weg entlang. Dann sehen wir nämlich, wenn wir uns jetzt hier noch links halten, gleich einen Affen, der rennt dann weg. So, hier links. Und da ist der Affe, der bemerkt uns jetzt, der rennt jetzt weg. Den treffen wir später nochmal. An dem Stein, wo er jetzt war, dort haben wir das erste Skanda liegen. Das können wir einmal aufnehmen. Haben dann jetzt hier einmal das Skanda der Körperlichkeit bekommen. Wir schauen uns das noch einmal kurz im Inventar an. Weiter geht es dann im Gebiet Schreckensklippe am Schrein Felszerschmetterung. Um den nächsten Skanda zu bekommen, müsst ihr nämlich in der Hauptboss-Arena des Gebiets einen weiteren Boss einmal triggern. Dazu braucht ihr alle 6 Buddha-Augen. Ein Guide dazu packe ich euch wie gewohnt in die Beschreibung bzw. findet ihr generell auf meinem Kanal. Wir liefern jetzt gerade einmal die Buddha-Augen ab. Damit triggern wir den geheimen Boss. Und diesen Boss müssen wir jetzt einmal besiegen. Der Boss ist besiegt, der fällt jetzt gleich in sich selbst zusammen und wir bekommen natürlich einmal das Herz aus Stein. Das benötigen wir, um eine weitere Waffe herzustellen, natürlich Geistesessenz. Wir bekommen aber viel wichtiger das Skanda, welches wir brauchen. Das nächste Skanda finden wir dann in Kapitel 3 im Tal der Ekstase am Schrein Achtsamkeitsklippe. Von hier aus folgen wir dann erst einmal dem Weg, den wir im Video sehen, um natürlich zum Skanda zu gelangen. Jetzt möchten wir noch einmal hier die Stufen nach oben laufen und dann sehen wir den Affen gleich wieder, den wir ja vorher schon gesehen haben. Der gibt immer einen Hinweis darauf, dass sich ein Skanda in der Nähe befindet. Wir laufen natürlich dorthin und sammeln einmal das Skanda auf. Hier kriegen wir nämlich dann das Skanda der Wahrnehmung. Weiter geht es dann in Kapitel 4 in der Spinnwebengrotte am Schrein die reinigende Quelle. Von hier aus laufen wir einmal den Weg entlang. Hier möchten wir uns dann weitestgehend immer links halten. Und dort hinten sehen wir dann auch schon wieder den Affen und das heißt natürlich, ein Skanda ist in der Nähe. So, wir laufen einmal zu dem Buddha-Kopf hin und haben dort die Möglichkeit, das insgesamt 4. Skanda aufzusammeln. Und zwar das Skanda der Geistesformation. Weiter geht es dann in Kapitel 6 im Gebiet unter den Vorgebirgen am Schrein Grüner Pfad. Von hier aus laufen wir jetzt erstmal ein kleines Stückchen den Weg entlang.
In diesem Kapitel bewegen wir uns viel auf unserer Wolke. Das heißt, wir rufen jetzt einmal unsere Wolke. Und jetzt folgen wir den Weg, den ich euch im Video zeige, damit wir natürlich zu unserem letzten Skander kommen. Das grüne Leuchten, da möchten wir nämlich drauf zufliegen. Sind wir an dem Gegner vorbei. Wir fliegen weiter geradeaus und möchten gleich rechts, ja, in eine Schlucht reinfliegen. Hier dann rechts in die Schlucht einmal rein. Wir müssen jetzt gleich einen Boss besiegen und ja, bei dem hilft es nicht, einfach nur drauf zu hauen, weil sonst, ja, dauert der Kampf einfach ewig. Wir müssen nämlich warten, das zeige ich euch jetzt gleich im Video auch nochmal, wir müssen nämlich warten, bis er mit seinen Armen angegriffen hat und dann quasi Kristalle, die an ihm sind, freiliegen. Erst da machen wir Schaden an dem Boss. Hier sieht man jetzt diese Kristalle. Die kommen nämlich immer, wenn er dann zugehauen hat, dann bleibt er für ein paar Sekunden nämlich so stehen, sodass diese Kristalle sichtbar sind und erst an diesen Kristallen macht ihr wirklich Schaden. So, und ihr seht es auch, wenn ihr den besiegt habt, der haut nochmal ein paar Schockwellen raus. Achtet darauf, dass ihr auf jeden Fall volles Leben habt. Wir müssen hier einmal jetzt auf den Boss draufklettern. Ihr habt es gesehen, unser Affe war auch wieder mit am Start, das heißt, der war auf dem Boss drauf und wollte natürlich das Skander haben. Wir haben es jetzt letztendlich bekommen und haben somit 5 von insgesamt 5 Skanders. Hier bekommen wir jetzt das Skander des Bewusstseins und mit den Skanders im Gepäck müssen wir uns einmal auf den Weg zu Xuhund machen, denn dort haben wir dann die Möglichkeit, die 5 Skanders abzugeben. Das heißt, wir sind jetzt im Sternzeichendorf am Schrein Dorfeingang. Dort möchten wir dann einmal zum Xuhund gehen, ihn einmal ansprechen. Und dann können wir die 5 Skanders zeigen. How astounding it is, the 5 Skanders about abstract notions. Yet you have made them tangible. Might I be permitted to make something with them?
So, wir möchten nämlich jetzt die Pastille der fünf Skandas herstellen. Seek from within to ascend. Seek from without to craft pills. All things can be my material, yet I choose the rarest few. Und damit bekommen wir die Pastille der fünf Skandas und die erhöht nämlich mehrere Attribute, das heißt Leben, Mana und Ausdauer. Und damit sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, der Guide konnte euch helfen. Wenn ja, gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben, hinterlasst ein nettes Kommentar und hey, denkt doch dran, den Kanal kostenfrei zu abonnieren. Damit unterstützt ihr mich sehr. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und sage macht's gut. Bis dahin.